Hier kommt zu Star Citizen auf Grimhex gelandet mit meiner Prospector. Nachdem ich mir ja den Mining Laser gewechselt hatte, bin ich jetzt das erste Mal hier durch die Gegend geflogen und habe auf Jela mal eine Mining-Runde gemacht und hatte so das Gefühl, Mensch, ich konnte jeden Stein, den ich jetzt hier so bekommen konnte, auch abbauen. Es war viel Agrizium dabei, Gold, zu 100% Brocken dabei. Quantanium hatte ich leider nicht. Ich hatte auch Brocken mit an die 6000 Masse. Hatte so ein positives Gefühl, was ich jetzt hier so einheimsen konnte, und das möchte ich jetzt mal zu Geld machen. Und da will ich einfach mal schauen, was kann denn so ein richtig guter, gefühlter Run, wo man, moin, wo man jetzt nicht immer das Gefühl hat, jeden zweiten Stein da liegen lassen zu müssen. Was kann der eigentlich so bringen? Meine Schätzung wären über 20.000 vom Gefühl her. Mal sehen. Ich wollte euch einfach mitnehmen, dass ihr mal mitguckt, was kann man mit der denn so machen. Lohnt sich dieser neue Laser, den wir da gekauft haben? Mist, ist das doch meine Prospektor? 40.000? Boah, da bin ich platt. Boah, da hätte ich jetzt nicht mehr. Das ist ja mein höchster Wert, den ich jemals in Star Citizen erfarmt habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr da auch solche Werte? Ist das jetzt, ist das ein guter Durchschnittswert? Oder wie seht ihr das mit der kleinen Prospektor? Einmal ein bisschen auf Jela minern. Was macht ihr denn dafür so für einen Kurs? 40.000 ist für mich schon wow. Und was haben wir? Agrizium, wie gesagt, hatte ich immer dabei. Ich habe auch darauf geachtet, dass ich da jedes Fitzelchen mitnehme. Alu hat sich so eingeschlichen, Corundum, ja, Gold hatte ich immer, dann habe ich aber die Brocken mitgenommen, die wirklich gut waren. Inert haben wir nur 18, da könnt ihr sehen, dass ich ein bisschen wählerisch war. Laranit ein bisschen, und das schlägt halt auch klar, gleich zu Buche, das ist das gute Laranit. Gab es leider nicht sehr oft. Titanium habe ich eigentlich und Tungsten habe ich eigentlich eher liegen gelassen, da habe ich das nur eingeschleppt. Das meiste ist halt hier das Agrizium, ne, mit 30.000. Und das Laranit gleich nochmal 4.000 oben drauf. Und das Gold, wenn man es in einer hohen Reinheitsstufe bekommt, macht das was aus. 40.000. Boah, ich bin ja platt. Boah, das gibt's gar nicht, ne? Helix Mining Laser, ich komme. Was ist dich wahr? Ja, das ist genial. Also gut, dass ich das festgehalten habe. Wer weiß, ob sowas nochmal gibt. Ich zeige euch den Laser nochmal gerade, den ich hier. Das ist dieser Hofstätte Mining Laser. Da habe ich ja ein kleines Filmchen drüber gemacht. Da könnt ihr nochmal reingucken, warum ich den ausgewählt habe. Was da so meine Parameter waren, die mir da wichtig sind. Ne? Und dieser Arbor, das ist ja der Standard. Und Hofstätte, jo, hat sich gelohnt, ne? Hat sich schon amortisiert. Den gibt es übrigens in Port Olisar, falls ihr da mal, ich glaube, für 12.500 irgendwie, kleines Geld, ja. Ist machbar und sollte man unbedingt nehmen, denn mit dem Arbor musste ich immer gute Sachen liegen lassen. War eher frustrierend als schön, ja. Mensch, das ist eine tolle Erfahrung. Ja, ich bedanke mich da bei euch, dass ihr da kurz reingeguckt habt, und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir nochmal so ein paar Werte gebt, die ihr denn auf Jela mit der Prospekta geholt habt, dass ich mich so ein bisschen einordnen kann. Das würde mir Spaß machen, wenn ihr da einen ganz kurzen Kommentar hinterlasst. Vielen Dank fürs Reinschauen, und wir sehen uns wieder in Star Citizen.